Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Es taut schon wieder, Peter. Ja, das Wasser ist mehr und der Schnee ist weniger. 64 wollte ich eigentlich starten, aber du warst schneller. Ja, wenn wir zählen würden, wäre das nämlich unsere 64. Flurfunk-Episode. Mensch, das geht jetzt schnell mit den Zahlen, weil wir ja wöchentlich aufnehmen. Seit Dezember, ne? Ja. Irgendwie recht erfolgreich. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wieder beim Flurfunk-Podcast. Am Mikrofon sind Peter Stavovi, Medienjournalist, tätig für MDR Medien 360G und der Blogtreiber des Blogs flurfunk-dresden.de und Lukas Görlach, freier Journalist und Teilhaber am Podcast-Label Einfachton. Wir produzieren dieses Format und noch zwei andere und auch Auftragsproduktionen realisieren wir ganz gern. Genau. Und wir sprechen hier an dieser Stelle einmal die Woche, wie wir gerade schon erwähnt haben, über die Medienthemen aus Mitteldeutschland, die in Mitteldeutschland bewegen oder wichtig sind oder noch werden könnten tatsächlich. Und heute haben wir wieder mal einen Gast. Und zwar jemanden, finde ich, den oder die hört man relativ selten. Ja, genau. In einer der vergangenen Rundfunkratssitzungen, über die ich ja im Flurfunk Dresden immer berichte, trat dann auch die Programmgeschäftsführerin des KiKAS auf, Astrid Plenk, um eine Bilanz zu ziehen. Und das kam sehr kurz in meiner Berichterstattung, auch weil es vorher so eine lange Diskussion über ein anderes Thema gegeben hatte. Und in der Folge haben wir uns bemüht, Frau Plenk einfach nochmal zu dieser Bilanz und der Pressemitteilung, die es dazu gab, für eine Podcast-Folge zu bekommen und freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Bevor wir allerdings in das Gespräch einsteigen, müssen wir noch kurz erwähnen, dass wir ein paar technische Probleme hatten zu Beginn des Interviews. Also Frau Plenk wird ein bisschen an manchen Stellen hakelig verstehen zu sein. Es ist aber alles verständlich und an einem gewissen Punkt der Folge, als es dann zu schlimm wurde, haben wir quasi das Konferenztool gewechselt, aber das sagen wir dann an dem Punkt nochmal. Jetzt erstmal der Beginn des Interviews mit Frau Plenk. Ja, ich freue mich sehr, Frau Plenk, dass wir heute es geschafft haben, zusammenzukommen, um mal über den KiKA zu sprechen. Der Rundfunkrat hatte dazu ja eine Pressemitteilung auch rausgegeben. Sie hatten dort eine Bilanz gezogen, auch einen Ausblick gegeben. Ich will aber trotzdem mit einer persönlichen Frage einsteigen. Ich habe rausgefunden, Sie sind Mutter von drei Kindern. Wie läuft das ab bei Ihnen mit der Mediennutzung im Hause Plenk, gerade im Homeschooling-Zeitalter? Gibt es da feste Zeiten und dürfen alle Kinder nur den KiKA nutzen oder wie läuft das? Ja, es gibt in der Tat eigentlich feste Zeiten. Das ist nämlich ganz gut geregelt, dass die Schulen ja sicherlich jetzt auch nach dem ersten Lockdown und den Erfahrungen doch ein bisschen mehr Gas geben im zweiten Lockdown und durchaus die Kinder vormittags bis in den Nachmittag rein gut beschäftigt sind mit diversen Lerneinheiten, digital, Videocalls oder auch Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann irgendwie erstmal mehr Freizeit auch da. Und die Kinder nutzen gerne Medien bei uns im Haus und sie gucken natürlich auch gerne KiKA und das nicht nur linear, sondern auch auf den unterschiedlichen anderen Angeboten, wie zum Beispiel dem KiKA Player oder KiKA.de. Und da haben wir ja gerade auch für die jetzige Zeit unsere Angebote auch nochmal geschärft, der Situation entsprechend angepasst, sodass man dort eine gute Mischung findet aus Themen, die Wissen vermitteln, die auch schulisch anknüpfen können, aber auch, sage ich mal, Unterhaltung, ein bisschen solch andere Gedanken, Spaß zu haben mit bestimmten Angeboten. Und eins, das ist noch ganz wichtig, regen wir auch an, dass die Kinder mit den Angeboten, die wir dort auch haben, nicht nur Medien konsumieren, sondern auch angeregt werden, ja, mal vor die Tür zu gehen, sich zu bewegen, vielleicht was zu basteln, was zu kochen, was zu lesen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit, da eine gute Mischung zu finden zwischen den medialen Angeboten und auf der anderen Seite aber auch die Haptik und das Persönliche, was schwierig ist an manchen Punkten, durch Freunde, die man nicht mehr treffen kann im Moment, dass man da den Anschluss nicht verliert. Und da können wir mit unseren Angeboten ein bisschen was beitragen. Und meine Kinder, auch wenn sie unterschiedliche Altersstruktur haben, nutzen das eigentlich noch sehr gerne. Und was ich dabei beobachte, ist, dass es auch einen Austausch über das gibt, was man sieht. Das finde ich eigentlich am schönsten, dass es was auslöst, dass man über eine Serie merkt, dass die Kinder sich austauschen, dass sie das diskutieren, dass sie sich auch Hinweise geben, wo sie was finden können. Von daher bin ich da, glaube ich, weniger streng in der Mediennutzung. Aber es ist nicht nonstop, dass man rund um die Uhr irgendwie das machen kann, was man will.
Es war jetzt sehr lang, ich weiß. Nee, ist total spannend. Ich habe, also wenn ich, da muss ich sofort nachfragen, ne? Ich habe wirklich manchmal auch dieses Disziplinproblem, ne? Dass die dann wirklich doch sehr lange vor den Geräten sitzen. Einfach weil man halt auch noch andere Dinge zu tun hat oder eben nicht die ganze Zeit Vollzeitpädagoge sein kann. Das geht ihnen ja wahrscheinlich auch so, wenn sie arbeiten und absolut. Je nach Firma, ne? Also das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Daher rührte die Frage, wie macht das eine von der Profession her Wissende? Wie ist denn das eigentlich auf dem, ich sag mal, auf diesem Kindermedienmarkt, sag ich mal, also auf dem Markt, in dem Kindermedien produziert werden? Schaut man da, was die Mitbewerber irgendwie machen? Guckt man da nach rechts und links, gerade jetzt in so einer Situation wie in der Pandemie? Wie können wir unser Angebot verändern? Wie können wir es anpassen an die neuen Gegebenheiten? Ja, in jedem Fall. Also das tun wir immer. Wir haben immer den Markt sehr gut im Blick. Wird bei Kika auch sehr gut gemonitort. Sowohl von den Zahlen, aber auch natürlich von Innovationen, was machen andere. Und das meine ich nicht nur für das Kindermedienangebot an sich, denn es gibt ja auch, sage ich mal, sehr schöne Beispiele, wie man erzählen kann im Fiktionalen wie im Non-Fiktionalen, was auch im Erwachsenenbereich spannend ist, wo man sagt, ist das ein Trend, kann man das runterbrechen in der Erzählform auch für Kinder. Also da sind wir immer dran und das merkt man halt einfach auch, es ist nicht nur, weil wir es machen müssen, sondern weil es einfach unsere Arbeit unheimlich bereichert in dem, was wir tun. Und natürlich ist es klar, dass auch in der jetzigen Corona-Zeit dort geguckt wird, wie können wir unsere Angebote der Situation angemessen auch für Kinder umgestalten oder Angebote schaffen? Also wir hatten im ersten Lockdown ja die Situation, dass das mit den Schulschließungen ja doch dann sehr plötzlich kam und man gemerkt hat, okay, die Mediennutzung, die verändert sich gerade, weil natürlich eben auch die Schuleinheiten nicht da waren oder sehr ungeordnet stattgefunden haben. Und man sagt, da müssen wir da sein. Deswegen haben wir das Wissensangebot gleich mal wirklich linear wie nonlinear nochmal anders nach vorne gestellt. Dann haben wir aber gesehen in den Wochen drauf, es rüttelt sich so langsam. Und dann musste man natürlich sehen, okay, Kinder sind auch tagsüber wieder gut beschäftigt. Was können wir für ein Angebot beisteuern, wenn sie sozusagen von Lernen, Schule vielleicht mal genug haben und trotzdem schöne Angebote finden. Und gleichzeitig ist es auch wichtig zu sehen, was natürlich auch im Kindermedienmarkt drumherum passiert. Das Gute ist dabei, dass es halt eine Zielgruppe ist, die einfach in sich auch so unterschiedlich ist. So ist es auch schön, wenn man sieht, wenn die Konkurrenz auch reagiert und auch sagt, okay, das können wir jetzt in der Situation verbessern und verändern, um einfach diese wertvolle Zielgruppe der unterschiedlichen Altersstrukturen von 3 bis 13 auch wirklich gut zu erreichen. Da wird viel richtig gemacht, nicht nur bei Kika. Ich hatte meinen 10-Jährigen im Vorfeld gefragt, was denn aus seiner Sicht die Konkurrenten des Kika sind. Und er sagte so, Netflix, YouTube, wer sind Ihre Konkurrenten aus Ihrer Sicht? Also ich würde es gar nicht so als Konkurrenz bezeichnen, sondern es sind halt im Markt Mitbewerber, die ein tolles Angebot stricken wollen für die Zielgruppe der Kinder. Da sieht man halt, dass natürlich Netflix als kein klassisches TV-Angebot, sondern als Streamer genau in dem digitalen Modus, wo jetzt Kinder ja zunehmend auch sind und überhaupt nicht mehr linear sozialisiert werden, ein ernstzunehmendes Angebot ist. Ne? Und nicht nur für Erwachsene, sondern die haben auch Angebote, die für Zielgruppen passend geschneidert sind. Und sie haben keine lineare Anbindung mehr, keine Varianten, um Programm, sage ich mal, drumherum anzubieten, so wie wir es mit vielen Sachen tun, dass wir das Programm nicht so alleine stehen lassen, sondern Extensions haben, tiefer reingehen, Zusatzangebote. Das ist, glaube ich, ein sehr starker USP, den Kika hat. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ausrichtungen, nicht nur eben Super RTL oder Disney Channel oder Nick als die klassischen, die auch noch eine lineare Anbindung haben, sondern das Feld ist weitaus größer geworden im Digitalen. Was ist denn aus Ihrer Sicht dann heutzutage wichtiger, vor allem mit Blick in die Zukunft, dieses lineare TV-Programm oder so solche Sachen wie eben Kika Player oder die Website? Uns ist beides wichtig, weil ich denke, man muss die Zugangsformen offen halten auf unterschiedlichen Wegen, um Kindern halt auch zu ermöglichen, in dem Falle jetzt wirklich Kika und das Qualitätsangebot von Kika, öffentlich-rechtliches Kinderprogramm, zugänglich zu machen.
Wobei man natürlich ganz klar beobachtet, dass der Zugang über die digitalen Angebote, gerade bei den jüngeren Kindern, die jetzt nachkommen, weil die Eltern eben ja zum großen Teil auch nicht mehr so sozialisiert sind, dass sie im Linearen aufgewachsen sind oder mit dem Linearen aufgewachsen sind, dass man da schon auch Verschiebungen sieht. Wir sehen aber auch, dass es auf jeden Fall auch eine starke Wechselbeziehung gibt zwischen der Nutzung linear und nonlinear. Und das zeigt eigentlich, dass es richtig ist, beide Säulen, die wichtig sind, linear wie nonlinear, ja nicht in Konkurrenz zueinander zu stellen, sondern als zwei wirklich wichtige Angebotssäulen auch weiter stark zu halten und permanent fortzuentwickeln. So, und das ist jetzt der Punkt, wie ich es versprochen hatte, dass die Technik immer schlimmer wird. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach mal umzuswitchen auf ein anderes Konferenztool. Frau Plenk klingt jetzt ein bisschen anders, aber dafür ohne hakelig, und wir machen einfach weiter. In der Pressemitteilung hat es geheißen, die Apps sollen mit weiteren digitalen Angeboten und Anwendungen ergänzt werden. Was genau ist denn geplant von Ihrer Seite? Also wir sind gerade dabei, unsere kompletten digitalen Angebote zu überarbeiten, zu optimieren und noch stärker den Nutzerinnen und Nutzerinnen Gewohnheiten anzupassen. Das heißt, wir werden bei kika.de schon eine größere Umstellung haben und dort ja das Bewegtbild noch stärker akzentuieren und in den Mittelpunkt rücken. So viel kann ich vielleicht schon mal sagen. Das Gleiche gilt auch für das Angebot für die Vorschule, für Kikaninchen, dass wir hier die Videoangebote noch mal stärker als Herzstück führen. Das Vorschulangebot besteht ja auch darin, dass man sagt, hier gibt's auch Spiele, hier gibt's Bastelangebote, Formen stärker Kinder in eine Partizipation zu bringen. Da auch noch das Bewegtbild besser einzuflechten. Das ist das eine. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich auch, dass unser Kika Player noch nutzerfreundlicher wird insgesamt und das gut korrespondiert mit dem Angebot auch für die Kika.de. Das sprich, wir werden hier auch stärker die Grundschüler ansprechen und Kikaninchen als Gefäß wirklich für die Vorschüler und die jüngeren Kinder weiter festigen wollen, weil wir haben gemerkt, dass was sie auch erwarten ist, dass halt jüngere Kinder und auch Eltern, die das mit begleiten an manchen Punkten, manchen auch nicht, einfach auch eine Erwartungshaltung haben, dann wirklich nur mit Content auch konfrontiert zu werden, der jüngere Kinder anspricht. Und wir sind auch noch dabei in Richtung digitaler Bildung. Unsere beste Klasse Deutschlands, das ist ja ein sehr bekanntes Format, ist ein Leuchtturmprojekt im Linearen, muss man sagen. Es ist einfach dort ein Anker. Es ist eventisiert, wo man auch im Linearen heutzutage ja auch wirklich drauf achten sollte, solche Events auch zu schaffen. Hier sind wir dabei, auch diesen Brand, diese Marke stärker noch im Digitalen zu verankern. Und gerade im Bezug auch auf Bildung und digitale Lernformen sehen wir hier eine tolle Möglichkeit, bald mit dem Angebot an den Start zu gehen. Da kann ich aber auch noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil es einfach noch Work in Progress ist. Aber hier werden wir auf jeden Fall die digitale Verankerung neben dem linearen Highlighten setzen. Und da freuen wir uns darauf. Wir haben in der vergangenen Folge so eine monothematische Folge zum Thema Medienkompetenz gemacht, haben auch viel über Schulen gesprochen und so. Wie wichtig ist denn dem Kika Medienkompetenzvermittlung, beziehungsweise wie nehmen Sie denn die Medienkompetenz der Kinder wahr gerade? Also Kinder sind per se erstmal Medien gegenüber erstmal sehr offen, ne? Und angeboten. Und auch Nutzungsformen. Und sie lernen einfach sehr schnell. Sie lernen sehr schnell im technischen Umgang. Sie lernen aber auch durchaus Inhalte zu unterscheiden. Also eine Animationsserie ist für sie nicht gleich, wenn ich jetzt eine fiktionale Serie sehe. Sie sehen ja schon, sie haben auch zunehmend, natürlich mit zunehmendem Alter, auch eine ausgeprägte Genrekompetenz. Und das versuchen wir eben auch schon mit unseren Angeboten. Das ist, glaube ich, auch ein USP, den man bei Kika wirklich so findet und sonst
wenig in der Medienlandschaft für Kinder, dass wir auch schon in dem Vorschulsegment bei den jüngeren Kindern im Prinzip ein breites Angebot haben. Das heißt, wir haben nicht nur in Anführungsstrichen Animationen. Wir haben auch Fiktionales, anders erzählt, natürlich nicht so komplex erzählt. Wir haben auch Doku-Ansätze und auch Magazin. Also das heißt, Kinder lernen bei uns schon sehr frühzeitig, dass es unterschiedliche Angebotsformen gibt. Das ist, glaube ich, erstmal ein großer Wert, dass wir das auch sehr ernst nehmen. Medien ja in ihrer Nutzung und ihrer Unterschiedlichkeit, auch im Inhalt, schon frühestmöglich an die Kinder heranzuführen. Und wir sehen aber natürlich auch, dass es sehr unterschiedlich natürlich auch unterstützt wird von Elternhäusern, von Schule. Sind die Kinder auch auf unterschiedlichen Leveln unterwegs. Aber wir können zumindest unseren Beitrag dazu leisten, dass wir eben genau diese Unterschiedlichkeit auch anbieten, wo sie es nutzen und wie sie es nutzen. Zudem haben wir auch mit unserem Medienmagazin Teamster, jetzt geht's neu an den Start Ende des Monats, mit Team Teamster ein eigenes Magazin, was wir auch sehr stark im Nonlinearen verlängern und dort auch mit Zusatzcontent aufbauen, wo es wirklich um komplette Themen geht, des medialen Nutzens, von Gaming bis hin wirklich zum klassischen Kinotipp, sage ich mal, haben wir dort alles dabei. Reden wir mal, ein Dankeschön für die Antwort, ich finde das mega spannend. Ich will trotzdem noch mal ganz kurz auf die Rolle des Kikas auch im Konzert der Öffentlich-Rechtlichen, Stichwort ja. Big Five, kommen wir gleich noch zu, aber die erste Frage, ist schon jemand an Sie herangetreten, Einsparpotenziale zu identifizieren, weil ja jetzt die Beitragserhöhung nicht kommt, oder kriegen Sie davon was mit als Kika? Also die aktuelle Diskussion kennen Sie. In jedem Haus wird darüber gesprochen, wie man weitergestaltet. Es gibt da ja auch sehr unterschiedliche Entscheidungen auch an manchen Punkten. Die einen sagen, wir müssen am Programm sparen. Die anderen sagen, wir gehen da, machen keine Investitionen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Diese Diskussion, die geht natürlich auch nicht an uns vorbei. Wir sind im Austausch natürlich mit allen relevanten Kolleginnen und Kollegen, die auch in ARD und ZDF für Kika mit verantwortlich sind. Gut, salomonische Antwort. Kika als Teil der Big Five, das hatte ich mir noch rausgeschrieben aus der Pressemitteilung. Ich glaube, vielen draußen ist nicht bekannt, was ist überhaupt dieses Big Five und was bedeutet das für den Kika? Wenn Sie vielleicht das erst nochmal einordnen, was sind die Big Five? Ich habe es mir aufgeschrieben, ARD, Mediathek, ARD, Audiothek, Tagesschau.de, Sportschau.de und eben Kika. Was heißt das genau? Das heißt, dass die ARD diese fünf Angebote in der digitalen Entwicklung priorisiert hat und unterstützt. Das heißt zum Beispiel für uns, dass wir den Kika-Player noch stärker, schneller nach außen bringen können, distribuieren können. Auch die Unterstützung innerhalb der ARD natürlich. Es gibt ein Partnermanagement für die Distribution von Kinderinhalten. Da sind wir angebunden. Das erleichtert natürlich vieles. Distribuieren auf unterschiedlichen Geräten zum Beispiel. Ne? Das sind alles Prozesse, die dadurch einfach auch eine gewisse Beschleunigung erhalten. Weil wir sind sehr klein, wir sind sehr schlank aufgestellt. Es wird viel geschafft. Aber manches dauert halt und diese Zeitbeschleunigung ist vor allen Dingen sehr wichtig, da man hier auch eine andere Priorisierung erfährt. Die Big Five sind halt so aufgestellt, dass es da auch unterschiedliche Austauschrunden gibt zu unterschiedlichen Themenfeldern, die sehr breit aufgesetzt sind, über Rechtemanagement bis hin auch Drittplattformen, YouTube, Social Media, aber eben auch, wie gelingt uns das bestmöglich innerhalb des öffentlich-rechtlichen Systems, die Inhalte auf den eigenen Plattformen bestmöglich an Nutzer und Nutzerinnen zu bringen. Da ist es sehr interessant, weil die Big Five ja auch sehr unterschiedlich sind mit Tagesschau, die jetzt erstmal mit Kindern zu tun haben, wo wir aber sagen, ja, ist schon interessant, wie sie auch neue Nutzungswege erschließen, wie gehen sie mit einer Newsverbreitung um. Das kann man alles nicht eins zu eins übertragen, aber es inspiriert natürlich auch in unseren Überlegungen, in unserer Arbeit. Was gerade ja letzte Woche auch veröffentlicht wurde, ist ja, dass die Startseite von der ARD mit den Big Five sozusagen auch aufmacht. Das heißt, man hat sozusagen, wenn man da drauf geht, einen sehr direkten Zugang zu den Big Five-Angeboten, unter anderem auch Kika.
Und das ist natürlich klasse bei so einer Plattform, wo viel Traffic ist, wo viele Menschen unterschiedlicher Altersgruppen sich drauf bewegen, dass man dort auch sozusagen sehr unvermittelt dann zu Kika und Kikaninchen kommt. Jetzt heißt es in der PM auch, dass der Kika inhaltlich in diesem Jahr auf Partizipation setzt. Und im vergangenen Jahr haben Sie auch die Beitrittsurkunde zur Charta der Vielfalt unterzeichnet. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was die Charta der Vielfalt ist und was das bedeutet für den Kika. Also für uns ist es einfach ganz wichtig, auf der einen Seite in Dialog zu treten zu dem großen Themenfeld Diversität, Vielfältigkeit, was ja nicht nur Gender betrifft, sondern natürlich auch Abbildungen sozial Benachteiligte, Menschen mit Behinderung und so weiter. Also das ist ja ein sehr weites Feld. Und für uns ist es wichtig, einfach auch mit dem Beitritt, dass man hier auch einen Austausch hat mit all den Kolleginnen und Kollegen, die dort auch in Institutionen dort dabei sind. Und dass wir natürlich diese Themen auch weiterhin und auch an manchen Stellen, wo wir wissen, da müssen wir einfach auch noch mehr Diversität an den Tag legen, ja, in die Inhalte bei Kika auch bringen. Da ist so ein Beitritt natürlich ein Commitment, dass man es auch ernst meint, dass es auch messbar wird ein Stück weit oder sichtbar wird, sage ich mal lieber so. Und wir versuchen auch im Programm das zunehmend noch stärker zu berücksichtigen. Wir haben innerhalb der letzten anderthalb Jahre eine kleine Diversitätscheckliste entworfen, die eigentlich jeder Kollege, jede Kollegin auf dem Schreibtisch stehen hat, wo man einfach, wenn man ein Drehbuch liest, mal durchgehen kann, sind bestimmte Sachen berücksichtigt, sind sie es nicht. Es ist halt nicht so, dass am Ende überall ein Scheck stehen muss. Es ist auch kein Zwang, keine Zwangsverordnung. Aber wir merken, dass es damit einfach auch an manchen Stellen vielen Kollegen, Kolleginnen leichter fällt, auch sagen, das stimmt, wenn ich da jetzt nochmal angucke, wie ist die Ansprache, wie viele Figuren kommen drin vor, was haben die für Backgrounds, dann sieht man viele Sachen einfach nochmal klarer. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, im Dialog zu bleiben, auch innerhalb von Kika und mit ARD und ZDF, also die Partnerredaktionen auch, die uns Programme zuliefern. Mit denen stehen wir ja auch im engen Austausch, weil das Thema fürs Kinderumfeld einfach extrem wichtig ist. Und dass wir hier gemeinsam Inhalte generieren, die diese großen Felder wirklich unterstützen. Deswegen haben wir im Kika auch viele Impulse. Wir holen uns Leute, die zu unterschiedlichen Themen was zu sagen haben, die uns Anregungen geben und den Dialog innerhalb der Kolleginnen und Kollegen einfach damit auch befördern. Und das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, ich habe irgendwie so eine Liste auf meinem Tisch stehen und damit okay, sondern dass wir im Gespräch bleiben und bei jedem Programm, was wir neu ansetzen oder fortführen, eben diese Punkte, sagt, wie ist der Cast ausgerichtet, erzählen wir bestimmte Sachen zu sehr im Klischee, all diese Punkte fließen damit ein. Okay, Sie haben auch gesagt, da ist noch Potenzial auf einer Skala von 1 bis 10, ganz vereinfacht. Wo ordnen Sie da jetzt den Kika sowohl programmlich als auch jetzt mitarbeiterinnentechnisch auf der Diversität ein? Also wohin kann es noch gehen und wo stehen Sie jetzt vielleicht? Mitarbeiterinnentechnisch, wie meinen Sie das jetzt? Wie wir zusammengesetzt sind oder ja, wie die genau. Kollegen mit dem Thema umgehen? Beides würde ich sagen. Also ich denke, programmlich würde ich uns mal eine 7 bis 8 geben. Ja, die aber schon wirklich ja noch Potenzial zu sehen. Also da ist noch wirklich viel möglich. Und im Kollegium sind wir, sage ich mal, wirklich, da würde ich uns fast eine höhere Bewertung geben, weil wir sehr gemischt aus Nord, Süd, Ost, West, wie auch immer, wo man herkommt, Männer, Frauen, also ja, vielleicht, nee, ich würde auch sagen eine 7 oder eine 8. Doch, ich würde es fast ähnlich und ich glaube, das beeinflusst sich möglicherweise auch wechselseitig. Ja, das glaube ich, das glaube ich tatsächlich auch, ja. Wir haben noch eine freche Frage zum Abschluss. Ist man irgendwann zu alt, um beim Kika zu arbeiten? Nein, ich glaube, es ist von Grund auf schwierig, für eine Zielgruppe zu agieren, der man nicht mehr angehört. Und da ist es, glaube ich, egal, ob man Anfang 20 ist oder 45 ist. Ja? Aber das ist auch gleichzeitig eine Herausforderung, sich intensiv
mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Ich glaube, so intensiv mit einer Zielgruppe sich auseinanderzusetzen, die einem, sag ich mal, der man selber wirklich schon entwachsen ist, wie wir das für die Kinderzielgruppen tun, würde ich mal behaupten, macht man sonst nicht, nicht, dass man sich sonst nicht mit Zielgruppen beschäftigt, aber diese Intensität täglich im Prinzip, sich damit auseinanderzusetzen, die ist, glaube ich, einmalig. Und sie hält natürlich auch alle Kollegen und Kolleginnen in einer gewissen Form fit in den Themen, in der Auseinandersetzung und auch in der Selbstreflexion mit dem, was man tut und was man macht. Wir haben ja wirklich unter Normalbedingungen jeden Tag auch Kindergruppen bei uns im Sender und die von der Vorschule bis an den obersten Rand der Zielgruppe gehen, mit denen ja Workshops gemacht werden, Sessions gemacht werden, mit denen Führungen gemacht werden, wo wir auch immer über jeder Gruppe wirklich sehr, sehr viel mitbekommen, was sind gerade Themen, was bewegt die Kinder. Und das wird natürlich nicht nur über die Besuchergruppen reflektiert, sondern auch mit User Labs, mit Medienforschung, mit Panels, die man besucht. Also wirklich sehr, sehr, sehr eng an der Zielgruppe zu sein. Und das ist, glaube ich, absolutes Muss, um sich weiterhin sozusagen aktiv mit der Gestaltung eines Angebotes für Kinder und deren Inhalten auseinanderzusetzen. Frau Plenk, haben Sie vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr spannend. Dankeschön für die Zeit. Dankeschön, schönen Tag noch. Tschüss. 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 Gut, damit zu unserer letzten Rubrik, wie immer unserem Standard, worüber wir auch hätten sprechen können. Peter, worüber hätten wir denn auch sprechen können? Na, so richtig viel, das kann man nicht sagen, dass nichts passiert ist, aber im Blog ist nicht so viel passiert. Darauf basieren ja immer unsere Geschichten aus dieser Rubrik. Ich kann erzählen, dass tatsächlich ich gerade noch an der Recherche dran bin, weil es bei einem der Zeitungshäuser in Sachsen wohl ein paar Veränderungen gibt. Da brauche ich aber noch ein paar Tage. Ja, ansonsten müssten wir jetzt überregionale Themen aufgreifen. Ist irgendwas überregionalmedial passiert, Lukas? Ist Donald Trump ist schon nicht mehr in Amt und Würden. Es ist irgendwie, nee, es war jetzt nicht besonders viel. Es gibt, ne? Gibt noch diese Geschichte, dass Gruner und Jawohl mit RTL verschmelzen soll bei Bertelsmann, wobei das, ich sag mal, nur minimale Auswirkungen auf unser Sendegebiet hat, also Verbreitungsgebiet Mitteldeutschland. Die Sächsische Zeitung hat ja Gruner und Jahr als Gesellschafter, ist das einzige Zeitungsobjekt dort noch im Portfolio, wenn ich das richtig weiß. Aber ich würde denken, so autonom wie die fahren und die Umsätze sind, würde ich denken, wird da erstmal auf absehbare Zeit nichts passieren. Egal, was im Mutterhaus passiert. Ja. Aber man weiß ja nie. Ja. Gut. That's it. Diese Woche. Nächste Woche mehr. Nächste Woche mehr. Dann bis dahin vielen eine schöne Woche. Ja, und genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2021.